Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich bin der, der euch von der Kaffeepause jetzt noch abhält. Wir müssen verhindern, dass sich Menschen abgehängt fühlen. Das sagte Angela Merkel in der letzten Woche mit Blick auf die Bundestagswahlen. Und da dachte ich an die Menschen, mit denen wir es jeden Tag zu tun haben. In der Uckermark und im Barnim muss rund jeder vierte Beschäftigte aufstocken. Etwa jedes dritte Kind lebt in Armut und von der drohenden Altersarmut im Land ganz zu schweigen. Und auch bei uns driftet die Gesellschaft immer weiter auseinander. Und es werden die Schwachen gegen die Schwächsten ausgespielt. Ja, die Situation ist schwierig und viele sagen, dass es nicht leicht werden wird, mit unseren Positionen Menschen zu gewinnen. Also, warum stehe ich heute trotzdem hier? Weil ich es unerträglich finde, dass meine Nachbarin, die jeden Tag arbeiten geht, am Monatsende nicht genug Geld dafür bekommt. Weil viele Menschen kein Vertrauen mehr daran haben, dass Politiker auch das machen, was sie vor den Wahlen versprochen haben. Und auch, weil ich will, dass wir den Menschen Hoffnung geben. Hoffnung darauf, dass es dann besser wird, wenn sie sich selbst engagieren und sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Und weil sie sich nicht abgehängt fühlen, wie die Kanzlerin sagt, sondern weil sie abgehangen sind. Und das ist eben nicht vom Himmel gefallen, sondern Ergebnis dieser unsozialen Politik von Frau Merkel an der Spitze. Genossinnen und Genossen, ich bin in Eberswalde geboren, habe dort gelernt und lebe immer noch gern dort. Ich war nach der Wende 12 Jahre lang Betriebsratsvorsitzender in einem Tiefbauunternehmen und dort habe ich gelernt, wie man gerade aus schwierigen Situationen gestärkt hervorgehen kann. Aber dafür braucht es etwas, was nicht gerade dem Geschmack der Zeit entspricht. Solidarität. Wenn wir gemeinsam mit den Brandenburgerinnen und Brandenburgern deutlich sagen, dass wir eine andere Politik wollen, dass endlich wieder die Menschen und nicht die Profite im Mittelpunkt stehen sollen, dann erreichen wir Veränderungen. Der Perspektivlosigkeit, der Armut und der Ungerechtigkeit muss etwas entgegengesetzt werden. Und das kann nur bedeuten, dass wir zusammenhalten gegen den Rechtsruck in diesem Land. Ich habe mich nie versteckt mit meinen Ansichten, bin auch manchmal angeeckt und habe gestört. Unser Leitspruch muss sein, wir stören gern. Wir stören gerne die anderen Parteien dabei, wenn sie dafür sorgen, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Wir stören gern die Regierung, wenn sie die Rente nur noch nach den Interessen der Versicherung ausrichtet, aber nicht mehr für ein gutes Rentenniveau sorgen kann. Und wir stören gern die unverantwortliche Aufrüstungspolitik von Frau von der Leyen und Co. Denn nur Vernunft ist und bleibt das, was zählt. Und wir wissen, dass Bomben nie Frieden schaffen. Ich möchte noch kurz etwas zu meiner Person sagen, als kleine Ergänzung zu den euch vorliegenden Angaben. Ich bin 46 Jahre alt, verheiratet und Vater von 3 Kindern. Nach dem Abschluss der 10. Klasse nahm ich eine Lehre als Kraftfahrzeugschlosser auf und ging 1988 zur Armee. Dort absolvierte ich mein Abitur und ging anschließend zur Offiziershochschule nach Löbau. Im Januar 1990 brach ich sowohl den Wehrdienst als auch die Hochschule dort ab und ging in meinen gelernten Beruf zurück nach Eberswalde. Seit Juni 2014 bin ich Gewerkschaftssekretär des Deutschen Gewerkschaftsbundes in der Region aus Brandenburg und tätig in Eberswalde. Unter anderem bin ich zuständig für die Sozialpolitik im Bereich Pflege und die Arbeitnehmerinteressen im Handwerk in Ostbrandenburg. Genossinnen und Genossen, ich möchte meine Erfahrung als aktiver Gewerkschafter in die bundespolitische Arbeit einbringen. Dies im Interesse für die Bürgerinnen und Bürger Brandenburgs und in erster Linie für die sozial Schwachen und Benachteiligten. Mein Leitmotto wird sein: gute Arbeit, Solidarität, Gerechtigkeit. Gute Arbeit beginnt mit einer guten Bildung und Berufsausbildung und ist ferner eine Grundvoraussetzung für eine gute Rente. Für ein gutes Leben brauchen wir mehr soziale Gerechtigkeit und eine verbesserte öffentliche Daseinsvorsorge und vor allem Frieden. Noch immer sind prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse an der Tagesordnung. Leider erleben wir das hierzulande auch sehr deutlich.
25% der Beschäftigten arbeiten in prekären Jobs. Überwiegend sind es Frauen, die davon betroffen sind. Kinderarmut und Altersarmut finden wir schon heute in einem erschreckenden Umfang vor. Familien müssen zurückstecken, aber vor allem sind es die Kinder dieser Familien. Von einer sicheren und auskömmlichen Rente ist da ganz zu schweigen. Soziale Themen müssen stärker in die Diskussion und von unten in Bewegung gebracht werden. Wir müssen diese Themen in die Debatte bringen, zumal davon ausgegangen werden kann, dass von rechts versucht wird, dieses Feld zu erobern. Wofür will ich im Bundestag streiten? Lasst mich dazu vielleicht 4 Punkte ansprechen. Kampf gegen Armut und für gute Arbeit. Offensive für das Öffentliche. Die öffentliche Daseinsvorsorge gehört in die Hände des Staates und nicht in die profitorientierte Privatwirtschaft. Es sind dringend Investitionen in das Öffentliche notwendig. Es geht nicht alles sofort, aber wir haben grundsätzliche Forderungen. Wohnen, gesundheitliche Versorgung, Bildung und Mobilität sind Grundrechte und keine Ware. Frieden statt Aufrüstung und Säbelrasseln. Die fortschreitende Militarisierung und Aufrüstung muss gestoppt werden. Die Rüstungsinvestitionen brauchen wir für soziale Belange dringender. Und es bleibt dabei, lieber mehr Geld für Schulen, Kitas und eine gute Rente, statt für Panzer, Gewehre und Bomben. Solidarität mit Geflüchteten. Derzeit sind flüchtende Menschen für viele Bürgerinnen und Bürger, aber auch einige Parteien dieses Landes, die modernen Sündenböcke. Die Ärmeren werden gegen die Ärmsten ausgespielt. Die Linke, und das ist auch meine Position, steht in der Verantwortung, Lösungen im Interesse der Mehrheit der Menschen im Land zu entwickeln und auch durchzusetzen. Mehr Gerechtigkeit, eine soziale Alternative für ein weltoffenes Land sind möglich. An dieser Stelle möchte ich auch den vielen Menschen im Land, die Geflüchteten helfen und sie unterstützen, danken. Sie machen deutlich, dass nicht die gröhlenden Merkel-muss-weg-Demonstranten oder die geistigen Brandstifter wie Höcke und Gauland in der Mehrheit sind. Und genau diese Menschen müssen wir stark machen und mit ihnen das so wichtige Lager der Solidarität bilden. Woche für Woche jubeln tausende Menschen den rassistischen Reden bei Pegida und Co. zu. Angriffe auf Andersdenkende häufen sich. Die Gesellschaft driftet auseinander, die Konflikte spitzen sich immer weiter zu. In Zeiten, in denen die anderen Parteien nach rechts rücken, bleiben wir Linke standhaft. Wir können und müssen gesellschaftliche Schieflagen klar benennen, aber eben ohne die Schwachen dafür verantwortlich zu machen, sondern die Mächtigen in diesem Land. Wir sind verlässlich für alle, die den Rechtsruck nicht mitmachen. Für alle, die eine menschliche, weltoffene und gerechte Gesellschaft wollen. Unsere Partei muss wieder eine Kümmererpartei werden, die Werte hat und Werte vermittelt. Dazu werde ich meinen Beitrag leisten, mit euch gemeinsam. Mein Ziel ist es, die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen und nicht zu überreden. Ich werde nicht den Kummerkasten öffnen und darüber reden, was wir alles falsch gemacht haben, sondern darüber, dass unsere Partei für Vorschläge, Ideen und Forderungen entwickelt hat. Ich hoffe, liebe Genossinnen und Genossen, ich genieße euer Vertrauen und bitte um eure Stimme. Abschließen möchte ich meine Ausführung mit einem Zitat von Clara Zetkin. Lassen wir uns nicht schrecken durch die Ungunst äußerer Umstände, haben wir für alle Schwierigkeit nur eine Antwort. Erst recht. Vielen Dank.